In dem Video zeige ich euch, lohnt sich GTA bloß im Oktober zum Zeitraum Halloween? Nach dem Intro geht's sofort los, Leute. Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf dem Kanal. Heute zeige ich euch die GTA Plus Inhalte vom Oktober, vom 11. und wie gesagt, es sind weiterhin noch GTA 3, GTA San Andreas und GTA Vice City drin. Lass uns doch aber auch direkt jetzt hier zum Deluxus kommen und wir haben hier den Komet SR für 921.000. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wer das noch kaufen möchte und GTA Plus hat, kann sich das auf jeden Fall hier mitnehmen. Die Highlights kommen später. Retinue, auch knapp 1 Million Dollar. Ein Deluxo, 3,45 Millionen. Dann haben wir hier ein Davestra. Der kostet uns nur noch 810.000 und was gepatchtes. Dann haben wir hier ein Oppressor MK1, also das normale, für 1,6, 1,7 Millionen Dollar. Dann haben wir hier einen sehr, sehr nice Prisma-getunten X80 Proto für 2.160.000. Einen etwas crazy getunten Krieger für 2,32 Millionen Dollar. Kann man auf jeden Fall sagen, für einen Krieger ist es relativ günstig. Dann haben wir den Draugr für 1.142.000. Und ein pinken Crawler für 925.000. Und jetzt kommen wir zum Highlight aus dem Vinewood Car Club. Und zwar ist es der Brigham. Hier auch nochmal eben eine Geistermeldung habe ich bekommen. Wie gesagt, das bekommt ihr auch noch. Aber ich denke, zu den Geistern werde ich auch nochmal ein extra Video machen. Wir beanspruchen jetzt hier aber erstmal das Fahrzeug, den Brigham. Den können wir kostenlos nehmen. Wenn ihr GTA Plus seid, könnt ihr das, wie gesagt, kostenlos bekommen. Finde ich persönlich nice. Ich habe ihn mir auch schon geholt, wie ihr gesehen habt. Und let's go. Dann haben wir noch die Felgenfarben. Gibt es auf jeden Fall hier so eine schöne Farbe. Kann man sich mitnehmen. Schwarze prismatische Perle. Genauso wie bei den Felgen gibt es da auch noch zwei Farben. Alle in so einem, ja, Dings gehalten. Kleidungsstücke gibt es auch. Und zwar den einfarbigen Streifenanzug. Das Skelett Bodysuit finde ich persönlich ganz nice. Sieht crazy aus. Und hier haben wir noch den PRB Hoodie. Das PRB Shirt. Und dann haben wir noch den PRB Shirt. Und Grüße gehen raus, Nikolas. Und hier PRB Short. Also wie gesagt, Grüße gehen nochmal raus, Nikolas. Du warst in dem Screenshot drin. Du hast genau dann geschrieben, wo ich, wie gesagt, da was gemacht habe. Gut. Ammunition Vorteile gibt es hier noch in Waffenkammer, in der Agentur. Gibt es da noch irgendwelche Vorteile, die sich dann darauf beziehen? MK2 Waffen Upgrades, 75% Rabatt auf Körperschutz, Fallschirme, Repeatschern, Nachtsichtbrillen und. Also ist da auf jeden Fall nochmal was da. Das, was ihr im Hintergrund seht, ist ein Halloween Deathmatch. Kann man auf jeden Fall auch mal zocken, ist aber dezent ein bisschen nervig. Kann nervig sein. So, Standardvorteile sind halt, wie gesagt, Taxivorteile, Waffentransporter, 500.000 Dollar und die VIP- und CEO-Fähigkeiten. Ich denke, das ist klar. Das sind die Standards, die man immer bekommt. Und jetzt kommen wir zu dem vierfachen Geld und RP. Durch GTA Plus bekommen wir auf Judgment and Day vierfaches Geld und auf Suck It Up auch ebenfalls dreifaches bzw. vierfaches Geld. Suck It Up ist das, was ihr hier im Hintergrund gerade seht. Das sind solche Halloween Deathmatches. Hier nochmal, seht ihr das dann nochmal extra, wird echt nochmal hier gezeigt. 75% Rabatt auf alle Munitionsarten. Ich denke mal, das wird hier nochmal extra sein. Und dann gibt es hier nochmal alle Alien-Waffen. 40% Rabatt auf alle Alien-Waffen, die es aktuell nur im Gunvan zu kaufen gibt. Also sucht euch den Gunvan, um das Ganze, wie gesagt, hier zu kaufen. Da steht jetzt auch schon 40% Rabatt. Kann man auf jeden Fall sagen, kann man mitnehmen. So, just for fun für Halloween. Finde ich persönlich ganz okay. Aber jetzt stellen wir uns die Frage, lohnt sich das Ganze denn? Meiner Meinung nach, wir haben zwei coole Outfits, ein Skelett und wir haben ein kostenloses Fahrzeug, welches wir eh noch mit dem kostenlosen Design bekommen. Das Design blende ich euch hier nochmal eben ein. Und was auch ganz nice ist, muss ich sagen, aber das toppt immer noch nicht ganz alles, aber das Auto ist kostenlos. Und dadurch bekommen wir noch ein kostenloses Ghost-Design. Dafür müssen wir nur 10 Geister fotografieren. Das machen wir entweder im Stream oder ich werde nochmal ein Video drüber machen, wie das Ganze abläuft. Und ja, das war auf jeden Fall GTA Plus diesen Monat. Entscheidet selbst, ob euch das was wert ist.
diesen Monat. Für mich ist da einiges dabei. Ich finde es nice. Vor allem dieses seltene Skelett-Outfit und so weiter. Das finde ich nice. Wie letztes Jahr die Mumie. Und ich bin raus. Euer ZockerBS91 und ciao.